sind in der 34. Hand jetzt bei unserem Cash Game live aus dem Kings Casino aus Mariola Bereich 2-5. No Limit Hold'em wird gespielt. Im Moment sehr gut dabei Hugo, Massimo, gut gewonnen haben Pimo. Hugo, Massimo und Pimo, ja, würde ich sagen, sind bisher die Gewinner. Und Pimo und Massimo, glaube ich, die ganz großen Gewinner, die beide halt schon nicht quasi ein Double-Up bekommen. Einmal Pimo mit 2-Pair gegen Hans Solim, Stop-Pair. Und die bisher wohl interessanteste Hand war wohl Massimo gegen Jason, wo halt 2-Pair auf ein Set aufeinander geprallt sind. Und, ja, das Geld automatisch reingeht. Ja, jetzt haben wir natürlich auch wieder so einen Flop. Wow. Ali mit 5-2 dabei, er trifft volles Programm. Und Massimo natürlich mit Achtern dabei. Also mit Achtern wünscht man sich, glaube ich, es gibt kaum bessere Boards für Achter auf 7-4-5, es sei denn, der Gegner hat natürlich die 5. Jetzt kommt der Bube auf den Turn, was jetzt nicht wirklich viel ändert für Massimo, würde ich mal sagen. Ich weiß jetzt nicht, wer die Betting Lead am Flop hatte. Aber es ist auf jeden Fall ein Call. Also der Bube ändert jetzt nicht wirklich viel. Und jetzt bin ich mal gespannt auf den River. Eine 3, das ist halt wieder eine sehr gute Karte für Ali. Auch eine gute Karte für Massimo im Grunde genommen. Der Frage ist ja jetzt nur noch, wie viel Geld kann Ali rausholen? Ich denke mal, er will die Hälfte vom Pot spielen. 120 Euro. Das ist auch eine Wette, die Massimo höchstwahrscheinlich callen wird. Ali macht ein paar Faxen. Und Massimo. Ja, was spielst du da, Frage? Ich denke mal, wenn Massimo ein bisschen überlegen würde, ich glaube nicht, dass Ali mit Ass 7, 6, 7 oder solche Sachen halt auf allen drei Streets betten wird. Und wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, könnte man vielleicht sogar mit dem 8 am Flop finden, was aber sehr schwer ist und er callt. Und ja, er sieht die schlechten Nachrichten. Das Board ist halt perfekt für Ali halt und für die Achter. Kann man halt nichts machen. Und Ali freut sich. Und Hans kommt wieder.